Auch empfehlenswert. Zum eine kleine Städtereise machen. Aus der Allianz Arena, wo die heutige Partie ausgetragen wird. So, jetzt aber heute. Heute sehen wir Bayern München gegen RB Leipzig. So gehen es die Bayern also heute an. Zwei Stürmer vorne, dahinter zwei Viererketten. Klassisches 4-4-2, würde ich sagen. Ganz genau, mal schauen. Robben! Oh. Der Ball war ziemlich harmlos. Wäre auf Müller noch schöner gewesen. Aber, ja, gut. Sie bleiben weiter am Ball, per Kopf abgelegt. Wird's jetzt gefährlich. Der Ball Ach, du Scheiße. Zurück. Und das Ach. Gibt Ecke. So. Schön flach rein, das Ding da. So. Oh, shit. Ball im Aus, Einwurf. Halstenberg. Das war wohl ein schlecht als recht, ja? Das macht er gut. Und jetzt Müller. Jetzt an. Robben! Noch ist die Chance da. Den klärt er. Thiago. Und der Ball geht weit raus zu Ribéry. Der Ball sollte auf den Flügel gehen, aber er kommt nicht an. Oh. Gute Aktion. Ach du Scheiße. Werner. Komm, der Ball ist so heiß. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Komm schon. Keine Karte. Echt jetzt? Das gibt es zwar selten, aber für meine Begriffe geht das hier in Ordnung. Ach komm. Bitte, 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 bitte. Gut gemacht, er kann hier verwandeln. Das ja gut, da bin ich selber schuld. Ja, erledigt. Und das ist ja keine einfache Situation beim Elfmeter. Du hast die ganze Verantwortung auf deinen Schultern, aber er lässt sich nicht kirre machen und verwandelt. Jetzt Alexander. Ja. Super dazwischen gegangen. Ah, unglaublich, komm doch. Vidal. Robben am Ball. Nur Vidal. Thomas Müller. Jetzt Arjen Robben. Und das Scheiß. War's mit dem Angriff. Er fängt den Ball ab. Da gewinnt er den Zweikampf. Hunter. Hey. Werner. Il Sanka. So, jetzt muss ich mal hier das so langsam. Oh, ja, er verliert das die Balance wieder, nicht. Ne? Guter Steilpass. Und jetzt die Chance. Der muss passen. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Ach, du lieber Gott, Scheiße. Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich nochmal an. Ich dachte, da gibt's Foul, weil er die Fahne gehoben hat und dann war Vorteil. Einfach den zweiten Ball verhindern. Jetzt steht es 2-0, das dürfte ihnen Ruhe geben. Robben. Alex Hunter. Oh mein Gott, das ist doch unglaublich. Demme. Forsberg. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ich glaube, ich sehe hier richtig alt aus, ey. Weiter mit dem Vorteil. Mal sehen, ob sie den nutzen können. Alaba. Und Müller. Und nun Boateng. Und Thiago. Zuspiel auf Franck Ribéry. Jetzt die Bayern im Angriff. Fairer Einsatz hier. Da passt er auf und kann klären. Jetzt Thomas Müller. Oh! So schön zugespielt. Emil Forsberg.
Müller, klasse. Ja, genau. Klasse, und ich hab's echt versaut. Thiago. Und jetzt Müller, versucht's mal. Gibt Ecke, Ribéry wird sie bringen. Da kommt die Ecke. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Echt jetzt? Scheinbar alles im Griff. 2-0 zur Pause. Ja, du? Ist jetzt so, müssen wir noch ein bisschen Gas geben vielleicht, dass wir... Es kann weitergehen in der Allianz Arena. Steigen zweite ein, Halbzeit in noch ein bisschen... vorwärts machen können. Halstenberg. Nun Nils Anker. Natürlich noch. Ribéry. Thiago jetzt. Die Bayern im Vorwärtsgang. Kommen Sie noch mal ran. Guter Schuss. Und das wäre fast ein Tor geworden. Ja, warum nimmt er den denn einfach nicht so schön? Jetzt habe ich echt schon ein paar Schüsse direkt. Unglaublich. War einfach nicht ins Tor gehen. Vielleicht wird es über Müller jetzt gefährlich. Jetzt schießt er. Oh, Ecke. Ecke für den FC Bayern. Der Trainer muss reagieren. Sie liegen nach wie vor hinten. Tolisso. Oh, den müssen sie jetzt abhaken. Ja. Mann. Echt schlecht. Lässt sich hier weit zurückfallen. Hey. Marcel Sabitzer. Oh mein Gott, ja echt. Ne, die Flanke war zu unpräzise. Ach, Scheiße. Da kommt er gerade noch so an den Ball und lenkt ihn über das Tor. Darf ich's glauben? Der wechselt jetzt bei RB Leipzig. Wird schwer. So, Ecke kommt. Da können sie erst mal klären. Nun Ilsanke. Naby Keita. Ilsanke. Sucht die Lücke. Hey! Stark gearbeitet. Und Müller. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Und Ribéry. Nein! Leipzig jetzt mit dem Einwurf. Komm schon! Der Wechsel bei den Bayern. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Alexander jetzt. Und er gewinnt den Zweikampf. Demme. Also. Thomas Müller. Der Hackentrick hat nicht wie gewollt funktioniert. Nee. Schon. Thomas Müller. Glaubt es denn irgendeiner? Das könnte eine Gelegenheit werden. Ja. Tolles Zuspiel. Jetzt ja. Vielleicht. Unglaublich. Was für eine Parade. Den habe ich schon drin gesehen. Und dann dieser sensationelle Reflex. Ja, ich habe schon fast drin gesehen. Die Leipziger wechseln. Ecke kommt. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ach du Scheiße. Er schießt. Abseits. Er pfeift sie zurück, es gibt Abseits. Kimmich. Rudi. Hummels. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Tolisso. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Klares Zeichen jetzt. Jetzt wollen sie hinten dicht machen und das Ergebnis verteidigen. Jetzt wollen sie einfach kein Gegentor mehr kassieren. Alle Spieler orientieren sich nach hinten. Mal gucken, ob das gut geht. Tolisso. Alaba jetzt am Ball. Und Müller. Jetzt nochmal die Bayern. Robben.
Sie wollen Franck Ribéry's Wege da ein wenig. Und jetzt die Chance. Junge, war das knapp. Hey, das ist doch unwahrscheinlich, ey. Gibt's doch gar nicht. Mein Gott. Da kommt der Wechsel. Franck Ribéry verlässt den Platz. Scheibengleister. Jetzt Thomas Müller. Gute Aktion. Wird aber Schuss. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Es gibt Einwurf für den FC Bayern. Ah. Lewandowski jetzt am Ball. Alex Hunter. Und jetzt Müller, das muss Müller, es doch komm sein. Schon. Er ist noch heiß. Die Bayern im Vorwärtsgang. Jetzt Müller. Oh mein Gott, das gibt's doch gar nicht. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Dämme. Ach du Scheiße. Das Spiel ist aus. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. So, sie konnten die Partie nicht gewinnen. Diese Niederlage müssen sie erstmal verpacken. Ja, aber es bringt ja nichts, sich jetzt lange damit aufzuhalten. Sie können es im nächsten Spiel ja wieder besser machen. Gut, ich kann natürlich auch nicht immer Top-Leistung bringen in jedem Spiel, gell? Aber 2-0 ist natürlich ja, äußerst enttäuschend. Ah, das ärgert mich wirklich. Das ärgert mich. Das ärgert mich. Oh oh. Oh oh. Wo stehen wir denn eigentlich in der Liga? Sehen wir das irgendwo? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, doch, da, Tabelle. Oh. Pff. Borussia. Ei, ei, ei. Ja, gut, die kann ich natürlich kaum noch aufholen. Pokal. Was müssen wir gegen Bayer Leverkusen? Oh. Pff. Ei, ei, ei. Ja, du, schauen wir mal. Oh. Jetzt kommt erstmal wieder Training, was wir ganz schnell überspringen. Heute üben wir das 1 gegen 1. So, dass wir vielleicht doch nochmal heute aus euch raus. Volle ein Spiel gewinnen. Das muss aussehen wie im Spiel, Gentlemen. Ah, echt. Sehr gut. Genau. Das ärgert mich. Und da geht sogar das für die Startelf. Oh, das auch. Oh Gott. Oh, 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 oh. Ach du Scheiße. Hoffenheim. So, jetzt wäre es geil, mal das ein oder andere Tor mit Müller zu erzielen. Beziehungsweise Vorlage Müller oder Vorlage Hunter. Um uns da noch einen kleinen Boost zu holen. Liebe Fußballfans, dass wir da eher eine Kollegen sind, anstatt Rivalen. Seite, wie eigentlich immer, Frank Buschmann. Und an meiner natürlich Wolf-Christoph Fuß. Und wenn es nach uns geht, dann wird hier auch gleich angepfiffen. Schauen wir mal auf die Aufstellung von Hoffenheim. Sie setzen heute in diesem Spiel auf eine 5-2-3-Formation. Fünferkette hinten, dann nur zwei Mittelfeldspieler. Aber die werden natürlich in der Vorwärtsbewegung von den Defensiven unterstützt. So gehen es die Bayern also heute an. Klassisch sieht das aus, ihre Formation heute. Ja, innovativ ist es im ersten Schritt mal nicht. Ein richtig guter Kopfball, aber mindestens genauso gut gehalten. Eine starke Aktion von beiden. Ach du Scheiße. Hey. Auf Arjen Robben müssen sie heute aufpassen. Der Holländer ist extrem schnell und torgefährlich. Für mich gibt es auf dem rechten Flügel ja eigentlich keinen besseren. Ein Arjen Robben in Topform kann Spiele ganz allein entscheiden. Wird's jetzt gefährlich? Dem hierbei. Da kann er ihn stoppen. Thomas Müller.
und Robben. Und die Flanke. Kimmich. Jetzt Vidal. Franck Ribéry. Thiago. Thiago! Super mitgespielt, da kommt er ganz schnell raus. Ganz stark. Nun kann er hier. Habe ich nicht schön gemacht. Nein, war wirklich schön. Per Kopf verlängert. Und Thiago. Das könnte die Chance werden. Und weiterspielen, hat er Vorteil entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Rob. Dem hier bei. Oh, komm. Für den Spieler. Mein Gott. Nein. Rob. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht. Weiß, ob er das Problem auch kennt, wenn er einfach. Alles richtig gemacht vom Unparteiischen. Spieler haben wollt. Vorteil, jetzt doch noch verspätet gelb. Und er wechselt einfach nicht zu dem verkackten Scheißspieler. Rob. Dem hier bei. Und da ist der Ball wieder weg. Und jetzt Hunter mit dem Ball. Das war einfach für den Torwart. Sorry, manchmal frage ich mich, wie sie das zustande bringen, so scheiße zu passen. Hey, echt. Er spielt den Pass zurück. Super. Ach komm schon. Und ah ja, genau. Gegen die Bayern. Logisch. Soll es sonst sein. Ja, was jetzt? Du machst mich verrückt. Mal gut. Oh, den müssen sie jetzt abhaken. Ja, kein guter Kopfball. So, Jungs. Rob. Boateng jetzt. Hey. Vidal. Franck Ribéry am Ball. Bei Franck Ribéry merkt man es immer wieder, der Franzose ist immer mit Leidenschaft und vollem Einsatz dabei. Was manchmal Wolf dafür sorgt, dass er sich zu unschönen Aktionen hinreißen lässt, das sind so Dinge, ich glaube, die bekommt er nie ganz in den Griff. Oh. Guter Pass. Komm, abseits. Jetzt wird's gefährlich. Gut. Junge, war das knapp. Na, da ach jetzt du Scheiße. Da waren sie doch noch zur Stelle. Rob. Ich sehe wieder keinen Meter hier. Ich sehe wieder keine das Meter. Das könnte eine Gelegenheit werden. Nur Müller. Was Thomas Müller so einzigartig macht, ist ja seine Eigenart. Fast immer anspruchsvoll. Nein, los! Ja, er geht ja auch die ungewöhnlichen Wege. Ganz schwer auszurechnen für den Gegner. Jetzt können sie vielleicht kontern. So, jetzt nein, das verstehe ich nicht. Das, da komme ich nicht raus, echt. Ich so eine Scheiße spielen kann. Weiter geht's mit der zweiten Hälfte. Anstoß zweite TSG Halbzeit. Hoffenheim. Und nichts verloren. Und Thiago. Hunter. Jetzt müssen sie aufpassen. Die Defensive steht. Warum läuft er denn da nicht schon von alleine einfach mal hin? Oh, jetzt Einwurf für die Bayern. Hi, wirklich. Unglaublich. Jetzt Ribéry. Thomas Müller. Ballverlust. Was meinst du bisher über Robben? Bisher tut er sich noch schwer. Kommt nicht rein in dieses Spiel. Ist überhaupt noch kein Faktor. Jetzt Alexander. Abgefangen, gut gemacht. Gnabry. Was denn ein schlechtes Pass? Wie so ein Scheiß, ey. Einwurf. Echt? Und die Bayern werden wechseln. Nordfight. Rob. Auswechslung. Oh. Vorteil bei diesem Zweikampf. Da gibt der Freistoß.
Da können Sie erstmal klären. Nur Müller. Hey. Bei einem können wir uns heute sicher sein, dass er vorne für uns. Und gibt's jetzt die Führung. Super Einsatz vom Torhüter. Und er bewahrt sie hier vor dem Rückstand. Was für eine klasse Parade. Jetzt kommt die Ecke. Uts. Oh, klasse Kopfball. Aber kein Tor. Mein Gott, war das knapp. Hat er gut gesehen. Handspiel. Das geht in Ordnung. Eindeutig mit der Hand dran. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Die Hoffenheimer wechseln. Unglaublich, ja echt. Ribéry. Alex Hunter. Jetzt nochmal die Bayern. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Komm, das Ding war super, hey, echt. Klasse Steilpass von Ribéry. Vidal! Das gibt's doch gar nicht. Gibt Einwurf jetzt, da gibt's keine andere Möglichkeit mehr. Doppelter Wechsel jetzt, ich bin gespannt, ob das auch taktische Veränderungen geben wird. Ich muss raus, echt. Ach du Scheiße. Krass. Das ist mir noch nie passiert. Simulieren. Mal gespannt. Ach du Scheiße. So, wie haben wir jetzt gespielt? 0-0. Das ist mir noch nicht passiert. Da hat mich einfach ausgewechselt. Unsere Fans wollen. Aber gut, ist halt, ja, einfach. Da musst du immer 100% Leistung bringen, sonst. Hart trainieren? Ja. Sonst geht's ja so wie mir gerade. Und ich werde einfach mal ausgewechselt.